Ich jetzt gleich kommen. Ja, willkommen in unserem wunderschönen Elevator DJ Store hier bei uns in Münster auf der Schuckstraße 28. Genau, wir hatten uns gedacht, wir machen das einmal in vernünftiger Qualität für euch, für zu Hause, damit ihr mal einen Überblick bekommt, wie es eigentlich bei uns aussieht. Und deswegen gucken wir uns einfach mal die einzelnen Stationen an. Sebastian erzählt mir so ein paar von den einzelnen Sets, die hier stehen, was man antesten kann. Und dann ja, laufen wir einfach mal rum und gucken mal, was wir hier sonst noch so haben. Ja, also das ist unsere Station, an der DJs, die das können, kein Angriff, sich austoben können auf jeden Fall. Und die erste Insel, die wir hier quasi uns angucken, seht ihr schon, haben wir auf jeden Fall Plattenspieler aufgebaut bei der ersten Insel. Und zwar so nahezu an jedem ist irgendwie auch DVS mit verbunden. Aber natürlich für uns als DJ-Store nicht wegzudenken, eine Insel mit Plattenspielern, würde ich genau behaupten. Ne? Hier steht alles vom RP 8000 über den, was haben wir hier, Stanton, den 7000er ohne... Mit dem neuen Kut. Genau, mit dem neuen Kut. Cut heißt das. Genau, ja? Hier. Genau. DS1. Angeschlossen, auch da alles für DVS vorbereitet letztlich. Das war ein bisschen laut, Entschuldigung. ja, aber da kann man sich austoben, wenn wir hier weiter rumgehen. Möchtest du vorgehen? Ja, lauft euch voll ins Bild. Das ist richtig professionell. Also auch hier Sachen aufgebaut. Die neuen Denon, die kannst du nochmal richtig einmal ranzoomen. Die sind auch endlich da, haben uns sehr, sehr darüber gefreut. Die V12 Prime Serie. Ein Jahr fast. VL, ja. Ja, ein Jahr, genau, haben wir richtig lange gedauert. Hier seht ihr den stylischen LED-Crowns. Schon stylisch, auf jeden Fall. Macht Spaß, aber auch der ist da. Der ist am Start, auf jeden Fall. So, hier, 750er MK2 mit Rekordbox als Pendant und zu den ganzen Serato-Setups hier. Genau, richtig. Heute reingekommen hier auch Rekordbox. Achso, den X1. Neue, ganz genau. Können wir hier bald hier dicke Lightshows noch fahren, hier vom DJ-Set aus. Auf jeden Fall cool. Ist aber noch, wir warten noch aufs Update, Rekordbox. Ja, ja, das kommt ja. Der Lightning-Mode. Dann hier, das haben wir ja letztens noch eben angezeigt, das gute Stück. Ne? Ja, ja. Also noch da auf jeden Fall. Alles, was wir hier auch in den Videos mal zeigen, in den Vlogs, ist natürlich auch im Laden. So, wenn wir sagen, ist jetzt im Laden, dann lügen wir nicht. Ist wirklich hier. Ne? Ja, genau, so viel zur ersten Insel. Gehen wir rüber zur nächsten, würde ich sagen. Jo. So, kommen wir zur nächsten Insel. Es ist die Studio-Insel. Eine der vielen, denn wir haben recht viel Producing-Stuff hier stehen, wie wir vorhin festgestellt haben. Ja, hier schon eher so rechnerbasiert. Ja. Seid heute auch frisch drauf, Ableton Live 10. Genau, und da haben wir uns natürlich auch derbe drauf gefreut. Und passend dazu natürlich auch die Push 2 mit der neuen Übersicht. Also Wahnsinn, was da alles möglich ist. Gehen wir auf jeden Fall in Zukunft noch mal näher drauf ein. Aber das ist schon mal da. Also Ableton 10 jetzt bei uns auch im Shop direkt anzutesten. Noch ein Launchpad mit dabei, angeschlossen. Und der Faderport 8. Genau. Mach doch mal eben ganz kurz was an, damit man einmal, weil ich finde... Einmal den Demosong hier abfeuern. Ja. Leute finden es immer voll geil. Siehst du das? Kraft der Gedanken. Ja, genau. Also das haben wir halt auch am Start. Das ist schon sehr geil auf jeden Fall. Macht eine Menge Dinge einfacher. Jetzt fühle ich mich so, ja, mach du mal Stopp, danke. Ja, dann halt verschiedene MIDI-Controller hier aufgebaut. Eben Novation Launch Key ist am Start. Die ein kleines Studio-Set hier von Audio-Technica hatten wir auch schon mal vorgestellt. Genau, richtig. Komplett mit Kopfhörer, Mikrofone, Audio-Interface. Alles mit am Start. Natürlich auch die Boxen, die Yamaha S8. Sind doch die 8, ne? Ja. Die 7. Dann die 7. Ich war nah dran auf jeden Fall. Und hier haben wir schon die stylischen neuen Cubes von Ableton 10. Ich muss das eben kurz sagen, weil Ableton 10 heute gefragt hat, ob wir die schon aufgebaut haben. Ja, klar. Haben wir. Ja? Wenn wir da einen zusammengefaltet haben. Ja, wir können hier einmal rumgehen. Hier so diese, falls euch das noch nicht aufgefallen hat, wir haben auch immer wieder Vitrinen hier stehen. Von sämtlichen, ja, kleineren Dingen irgendwie auch. Vom MIDI-Controller über zum Studio-Mixer. Und sonstiges, wenn ihr darauf Bock habt, dann einfach den Mann an der Kasse eben kurz ansprechen und den fragen, hey, kann ich das mal eben testen? Ja, kannst du. So, weitergehen hierhin ist auch nochmal so ein bisschen, ja, hier haben wir so ein bisschen Mix, ne? Mhm. Arturia, so ein bisschen, ist ja halb analog, kann man halb analog dazu sagen? Nee. Okay, nicht analog. Aber amtlicher MIDI-Controller für die ganzen Arturia-Plugins auch schon zugeschnitten. Na, das auf jeden Fall. Aber worauf ich hinaus, also halb analog meinte ich jetzt bezogen auf die Ecke. Mir fällt aber gerade auf, dass wir tatsächlich nur einen analogen Synthesizer hier stehen haben. Deswegen ist das der Peak dieser Station.
Ja. Kann man so sagen. Kann man so sagen, genau. Ja, dann haben wir hier noch einen richtig schönen Einsteiger-MIDI-Controller hier, ne, von Redo. Genau. Alles dabei. Und auch direkt daneben noch der HiFi-Plattenspieler von Redo, um einfach mal ein paar Samples abzusamplen, von der Platte halt. Ne? Und das war mal schick für die Leute, die mehr Bock auf Ästhetik haben zu Hause. Die können sich auch mal so einen Plattenspieler besorgen. Ne? Schon attraktiv, würde ich sagen. Ja. Ja, würde ich sagen, auf zur nächsten Station. So, angekommen an nächster Station. Hier ist der Erweiterungsarm des Studio-Equipments. Und hier haben wir auch noch ein paar richtig schöne Schätzchen stehen. Nämlich unter anderem unsere Native-Ecke hier. Ja. Studio Jam. MK3. MK3 ist es schon, sorry. Ja. S49 hier am Stissel. Also alles, was das Producer-Herz Richtung Native auf jeden Fall begehrt und dass das auch läuft. Freshen Rhythm noch vom E-Roll und dann Azubi am Schlüssel. Ja. Alles ausprobierbar hier. Hätte ich ihn abgezogen. Noch immer ein bisschen weiter hier. Genau, dann haben wir Mikos Lieblingsmaschine. Richtig, ne? Steht hier die analoge Ecke, sagen wir mal so ein bisschen. Richtig, und von Pioneer natürlich die 16er, die SP16er, mein persönliches Highlight auf jeden Fall. Und wenn wir ein bisschen weiter gucken, haben wir hier nochmal Play. Ja, mach nochmal Play, komm. Schöne. Okay, reicht. Ja. Aber auch das geht ab. Akai kommt natürlich auch nicht zu kurz, auch die haben wir hier drin. Können wir auch gleich nochmal einen Schwenk drüber machen. Haben wir hier das Advanced 49er stehen, plus eben die Touch, MPC Touch und die Professional, beziehungsweise die MPC Studio in schwarz. Und hier seht ihr die, das ist schon die neue Version, ne? Von der Machine Software, genau. Sieht auch sehr sexy aus hier mit dem... Die Akai-Software. Ja, richtig. Aber das ist ja nicht alles, ne? Also wäre jetzt komisch, wenn wir nur die MIDI-Controller da hätten. Deswegen können wir direkt mal hier hinschwenken. Weil hier haben wir die wunderschöne Session-Möglichkeit. Yeah. Ja, kriegt man direkt Bock, habe ich direkt wieder Bock, Mucke zu machen und zu rappen. Ja, jetzt sind wir in einem Schwenk, aber das ist okay, denke ich, weil hier geht es auch nochmal weiter in Richtung Studio. Hier haben wir zum Beispiel sowas wie die Novation Peak. Die hatten wir ja in der Weihnachtsverlosung. Die ist heute übrigens beim Gewinner angekommen. Da kriegt ihr auch noch mal was von mit. Ich glaube, dein Herz geht hierbei auf, ne? Der Elektron. Ja, die ganze Ecke, das ist mein Lieblingsbereich hier. Ja. Also quasi das kleine Elektron-Setup. Ja. Digitakt. Ja. Heat. Und hier die ganze große Geschichte. Alles MK2-Version von dem Analog 4, dem Octatrack und dem Rhythme. Wir machen ja auch noch mal Play, ne? Mach mal. Klack, klack, klack. Ja, man sieht, du bist in deinem Element. Dreh runter, da ist okay, reicht. Das ist ja, hier Ding. Noch was ganz Feines, gestern reingekommen. Ach so, ja, genau. Hier unsere Pocket Operators. Kannst du mal live machen, oder? Ja? Mach mal live, schnell. Ja? Kannst du, kannst du? Komm, wir machen, wir nehmen mal einen, hier mal aufnehmen. Elevator, Future of Music. Elevator, Future of Music. Großer Spaß. Also damit arbeitet er seit gestern. Eigentlich, egal wo er hingeht, kommt er mit dem Gerät an. Da kommt ein Kunde. Da kommt der Kunde. Egal, ja. Also wir haben viel Spaß, wie ihr seht. Ja? So viel hier zu dieser Station. Hier, ja, das ist auch auf jeden Fall. Noch. Guck mal, da sind wir auch gleich noch drüben, unsere Roland-Ecke. Aber ja, genau, richtig. Ja, würde ich sagen, von hier aus. Nächste Station oder was? Zur nächsten Station. Ja. Sagen wir mal ganz kurz eben, ja, Entschuldigung, sorry, wir waren ein bisschen abgelenkt, ja, uns hat Novation in den Bann gezogen. Wie ihr seht, haben wir hier unsere Novation-Ecke. Ecke kann man nicht sagen, das ist ja irgendwie mehr so ein Quadrat. Rechteck, so, Novation-Rechteck mit Novation. Der Novation-Bass-Station oder Bass-Station besser gesagt. Dann haben wir hier die Circuit-Mono-Station und die Circuit natürlich, darauf können wir nicht verzichten. Das ist alles irgendwie miteinander integriert, dank dem Herrn hier. Und ich muss noch mal kurz eben sagen, dass wo immer du bist, auf jeden Fall sehr wirscher Sound ist. Wie man gerade eben gehört hat, das kommt von dir, ja, oder? Schon ein wirscher Typ. Das stimmt auch. Nee, das sind echt Presets, muss man sagen. Ach so. Komm, weiter, wir gehen weiter rum. Jo, was haben wir hier? Arturia. Genau, Arturia. Hier, schön.
Drumbrute. Letztens nochmal ein auch gar nichts drauf. Wunderschönes hier, du bist mein Master. Ja, danke. Bam. Noch ein schönes Foto auf Instagram gepostet, hat euch allen gefallen. Die steht halt auch hier, auf jeden Fall zum Antesten bereit. Und ja, wie ihr hier seht, gibt es eben jede Menge mehr. Dann da oben nochmal der Korg Mini Look, der auch sehr, sehr attraktiv ist. Das muss dir doch gefallen, oder? Nee, jetzt gefällt es dir, ne? Ja, richtig schnell. Das ist so dein Sound. Ja, okay. So, hier. Weiter, da geht ja auch wieder das Herz auf, würde ich behaupten. Ordentliche Kork-Rechteck hatten wir das genannt, ne? Ist richtig, ja. So, das Rechteck, genau. Angefangen bei der Electribe Sampler im schicken, nicht meine hier. Farbe, aber im schicken Design von der Farbe. Die ganzen Volkers hier, das Q1. Also hier tut sich auf jeden Fall einiges und es macht auf jeden Fall Spaß, auch hier ein bisschen Session zu machen. Ja, vor allen Dingen, wenn man so einen Friemelmenschen an der Seite hat, wie den Professor. Ne? Okay, schnell ausmachen. Ich sag ja, Wirsche Sounds von einem Wirschen-Typen. So, bevor wir jetzt weiterziehen, würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen Cut für Studio, weil damit sind wir dann nicht ganz durch. Wir haben noch einen Raum, wo wir nachher nochmal reingehen. Aber in diesem Raum hier war es das erstmal vom Studiobereich und deswegen sehen wir uns gleich wieder an der nächsten Station. So, kommen wir zu unserer, ich sag mal, Digital-Controller-Ecke. Was heißt Ecke? Bereich quasi. Weil hier geht's los, kann man sagen. Hier geht's quasi los oder je nachdem, von wo man kommt, aber vielleicht auf jeden Fall. Man weiß es nicht genau. Richtig. Und hier hat man dann auf jeden Fall. Die Möglichkeit zu jammen auf jeden Fall. Im Shop hier gar kein Problem. Also hier steht alles von Pioneer über Native. So ziemlich jeder Controller von Native, den ihr euch vorstellen könnt. Du kannst mal nach dahin weiterspenken, weil da gibt es ja noch weitere Reloop-Controller. Der TM8 steht da, das Beatpad 2. Du verlierst wieder deinen Sound. Sehr charmant, wie gesagt. Ne? Also, und wenn ihr nach dahin guckt. Ne? Noch mehr Controller. Ja, das ändert sich nicht. Nixon 4. Dann ein MC7000, der XDJ. Hier, Standalone eigentlich. Ja, genau, richtig. Standalone mehr so in dem Bereich, richtig. Und dann, jetzt gehst du schon ein bisschen weiter über die Player in dem Sinne. Aber das ist so ein bisschen Mischmasch. Ne? Hier haben wir halt quasi das Club-Setup von Pioneer stehen. Hier CDJ 2000 Nexus und der 1000er. Und dazwischen halt der DJM 900 Nexus. Wow. Hier, Remix 500. Also das ist wirklich komplettes Club-Setup, das kann man einfach so sagen. Ne? Ja. So wird man es in so manchen Club vorfinden und genau das macht halt auch Spaß. Wenn ihr mal den MX-1000 testen wollte, der ist da in der Vitrine, können wir auch eben anstöpseln. Ja, also das ist immer easy peasy, gar kein Problem. Dann haben wir hier die Denon Player plus den Mixer, der sehr stylisch ist, aber das haben wir auch im Vlog schon ein bisschen behandelt gehabt. Dann haben wir hier den XDJ-1000 MK2 stehen für euch und natürlich auch die Torrise im CDJ-Format, wenn du so willst. Das ist der DJS. Ja, auch da würde ich sagen, recht gut ausgestattet. Ne? Ja, noch so ein paar kleinere. Hier so Patchbox und so, die hattest du dir ja auch nochmal angeguckt, ne? Die Patchbox. Mhm. Wobei die nicht, sondern die anderen. Die laden gerade. Ja. Richtig, hier so die kleinere Variante an CD-Playern, Mixer und auch Media-Playern hier von Pioneer. Auch da auf jeden Fall alles, was das Herz begehrt. Und hier auch nochmal die paar Controller, Roland, der RB von Pioneer und hier auch nochmal der Touch von Reloop. Und hier der ganz neue, gerade erst getestete DDJ-1000 von Pioneer. Also controllertechnisch gesehen, alles, was das Herz begehrt. Dann sollten wir es mal nicht. Auch noch eine ganze Wand voll, genau, ne? Wollte ich gerade sagen. Können wir auch immer anstöpseln. Sollten wir mal was nicht angeschlossen haben. Hier haben wir noch Kram, den man anschließen kann. Hier ist auch noch mal ein bisschen Live-Act-artige. Ja, hier Loopstation. Genau. Behringer DeepMind 12, 12-stimmiger Analog-Synthesizer. Da kann man schon eine Menge mit anfangen. Und da hinten noch, hier auch noch mal in diesem Bereich. Wenn wir jetzt gerade schon hier sind, können wir den Schwenk noch mitnehmen. Auch noch mal Controller, ein paar Mischpulte. Von Allen & Heath ist da jede Menge mit dabei. Hier unsere Kabelwand, bei der ihr eigentlich immer alles findet, was ihr braucht, um etliches Equipment anzuschließen. Dann würde ich sagen, on to the next one. Hi. Wir sind hier an unserer Case-Wand. Cases und, wenn du nach rein guckst, nochmal Cases und Backs.
Ja? Muss man klipp und klar sagen, jeder Controller, Plattenspieler, CD-Player oder irgendwelches Producing-Equipment möchte ja ganz gerne auch sicher transportiert werden. Und das habt ihr alles hier an der Wand hängen. Und hängt es nicht dort, hängt es im Lager. Und dann finden wir das für euch heraus, was ihr braucht. Aber hier hängt auf jeden Fall einiges, was euch das Transportieren von eurem Stuff erleichtert. Und dann würde ich euch gerne noch zur nächsten Wand befördern mit Sebastian. Hallo, unsere Kopfhörerwand. Hier auch alles zum Ausprobieren. Studio-Kopfhörer, DJ-Kopfhörer, eher so im Lifestyle orientierte Kopfhörer. Ja, alles zum Ausprobieren hier. Könnt ihr auch eure eigene Mucke dran anschließen über Klinke, wie ihr möchtet. Fertig? Ja, ich sagen. Immer noch. So, wir sind im absoluten Lichtparadies und PA-Paradies angekommen. Hier in unserem Showroom findet ihr auf jeden Fall so ziemlich alles an Licht, was es irgendwie gibt, habe ich so das Gefühl. Wir haben 68 Geräte, die hier unter der Decke hängen, genau. Und alle über Rechner hier ansteuerbar sind. Also zusammen mit der kompletten, wie nennt man das, die Lichtintensität, Lumination oder wie könnte man dazu sagen? Wir kommen auf jeden Fall an die Helligkeit der Sonne ran. Wenn wir hier alles anmachen, dann hast du eine Sonne im Gesicht. So, ne? Das ist unser Ding. Hier ist natürlich nicht nur Licht angebracht, hier gibt es auch PA, die erkennt man jetzt vielleicht nicht so ganz so extrem gut im Hintergrund, weil irgendwie machen alle PA in schwarz. Aber da stehen eine Menge Boxen, könnt ihr uns glauben. Ja? Und ja, auch die kann direkt man alles angeschlossen für AB-Vergleich. Man kann ihn ganz schnell hin und her schalten, um den Vergleich herauszuhören. So ist es. Damit habt ihr eigentlich fast garantiert, dass wenn ihr hier hinkommt, auf jeden Fall eigentlich immer die richtigen Boxen für eure Veranstaltung. Das gleiche auch nochmal für Monitorboxen, ne? Für Studiomonitore. Da hinten können wir mehrere Paare aufbauen. Jetzt haben wir gerade drei Paar dran. Die können auch ganz schnell gewechselt werden zum AB-Vergleich. Oder ABC-Vergleich ist hier sogar. Fast sogar ein ABC-Vergleich. Ja. Ja, kann man so sagen, auf jeden Fall. Jo. So, und dann zu guter Letzt, sagen wir mal, schwenken wir nochmal auf die, wir haben ja gesagt, wir haben noch ein bisschen Producing in einem anderen Raum. Das ist hier. Und hier steht die echt mega geile, aufgebaute, von Roland zur Verfügung gestellte Aira Creative Hub. Und die zeigt der gute Kameramann einmal kurz. Ja, hier ist so ziemlich alles von Aira, was ihr euch vorstellen könnt. Ne? Hier nochmal Serato mit dem DJ 808 dran. Ja, und hier eine ganze Hub-Geschichte. Ich drück einfach mal Play hier. Ne? Drück mal Play. Ja. Drück doch mal Play. Also wenn ich da nicht heftige Acid-Klänge raushöre, weiß ich auch nicht. Ne? Also wie gesagt, hier könnt ihr euch auf jeden Fall, was die Aira-Sachen anbelangt, richtig schön austoben. Auch die aus der Boutique-Serie bekannten Produkte sind hier angeschlossen. Und so findet ihr die TR-09 oder eben die Baseline. Und den 808er, der schwirrt hier auch irgendwo rum. Und wenn er nicht hier rumschwirrt, dann ist er sehr bald wieder angeschlossen. Nur mal ganz kurz so zur Information. Ja! Ich würde sagen, letzte Station haben wir noch für euch und dann wisst ihr ungefähr, wie es hier aussieht. Auf zur nächsten. So, sind wir angekommen am Mittelpunkt unseres Shops. Genau, von hier aus sehen wir einmal eine riesige Spiegelkugel. Also schon ein Highlight, würde ich behaupten, auf jeden Fall. Also ich glaube, eine größere hängt, habe ich mal in Hamburg gesehen, aber sonst wüsste ich jetzt nicht, wo irgendwie noch mal eine größere hängt. Hier wurde man gesagt, es wäre die Größe Europas. Okay. War vielleicht irgendjemand nachgelegt. Das kann gut sein, oder man hat dich einfach angelogen. Aber egal, auf jeden Fall in der Mitte finden wir hier noch mal so ein bisschen unsere Highlights. Hier haben wir ab und an mal andere Produkte stehen. Momentan halt das, was wir eben so bevorzugt hier stehen haben möchten. Unter anderem eben den Rain MP 2015. Der, ne? Rolls-Royce unter den federlosen Mischern. Ja, genau. Es macht es dann einfach, weil ich glaube, es ist der Einzige. Ja, aber er ist generell ein Rolls-Royce auf jeden Fall. Ja. Er ist super schön, er macht, ist einfach sexy. Hier haben wir nochmal einen Hi-Fi-Plattenspieler von Reloop in Rot, der Turn 2. Und ja, auf jeden Fall hier so die Highlights halt eben, die uns gerade irgendwie wichtig sind, nochmal auszustellen. Quasi auch eine analoge Ecke, wenn man hier so will. Ein Haufen, ne? Altes Vinyl auch noch. Ja. Genau. So ein bisschen Anfänge von Daft Punk, wenn du mich fragst. Damage Control. Ja. Schon gut. Jo. So, von diesem Punkt aus habt ihr eine ziemlich gute Aussicht auch auf unsere Outlet Area. Genau. Hier sind nämlich immer unsere ja, wie so Aktionstage oder sonstiges. Da gibt es hier richtig Rambazamba und die meisten kommen dann hier hoch, um sich einen Schnapper zu holen. Das ist aber immer so. Also 365 Tage im Jahr, bis auf am Sonntag und Feiertag,
gibt es hier immer gute Schnapper zu machen. Ja? Und ihr seht, es ist nicht wenig, was ihr hier finden könnt. Hier kann man ordentlich stöbern. Oh, hier war gut gefüllt, muss man auch sagen. Oh, ist gut gefüllt, ne? Ist gut gefüllt. Wir haben ja Zeit für einen Aktionstag. Warte mal, Aktionstag? Ja, dazu gibt es dann auch nochmal Informationen. Kann man ihn schon mal erwähnen? Was meinst du? Macht das Sinn? Einmal so am Rande? Ja, dann ist der dritte, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Dritte Achte? Ist der Frühjahrsbus. Achter-Dritte? Nee, dritter. Ja. Wir verifizieren das nochmal. Für den Fall, dass das jetzt komplett falsch war, macht Daniel irgendwas Lustiges, dass wir Vollidioten sind. Und ja, das kriegt er hin. Und korrigieren das Datum dann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, Frühjahrsputz am 3.3., wo wir beide natürlich auch am Start sind. Und ja, das würde ich sagen, ist die Roomtour vom Elevator gewesen. Elevator Crips quasi. Ja. Der Einblick auf unsere Hütte bekommen. Ja. Jetzt zeigen wir uns euch noch unsere fetten Karren, die wir in unserer Sportgarage haben und so. Das ist ja nicht mal auf ein Führerschein, Alter. Ich auch nicht. Ha, stopp! Hi. Wir sind jetzt. Traurige Blicke. Das ist dein trauriges Gesicht? So, am mittelpunktigsten Punkt hier ist unsere Controller. Plattenspieler, nee, Entschuldigung.